Herzlich willkommen zu einem weiteren Topspiel vom Jörg. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Topspiel. Und der ein oder andere wird jetzt ein bisschen überrascht sein und sagen, das geht ja gar nicht. Jörg, ich habe jetzt hier ein Strategiespiel, ein Kennerspiel, ein richtig cooles Brettspiel erwartet, was die Topspiele angeht. Ja, ich überrasche euch immer mal wieder gerne, weil Topspiele heißt ja auch durchaus, es kann ein Outdoor-Spiel sein und es zählt ja auch zu Spiel. Und das Spiel Mölki habe ich euch auch schon vorgestellt. Und da wir jetzt gerade wieder über die Sommerzeit sehr, sehr oft draußen spielen, habe ich dann doch gemerkt, es ist auch nach wie vor eines meiner Topspiele seit Jahren. Und deswegen habe ich das auch ein bisschen vorgezogen und habe gesagt, das muss ich euch zeigen, weil der ein oder andere kennt es vielleicht noch gar nicht. Ihr könnt auch in das jeweilige Video dann reinschauen. Outdoor-Spielereihe habe ich auch schon vorgestellt. Also da gibt es einiges, aber Mölki ist immer noch eines der Top-Spiele bzw. eines meiner Top-Spiele. Und genau deswegen kommt es in diese Liste, in diese Playlist Top-Spiele vom Jörg, wo auch schon weitere Brettspiele hinterlegt sind. Mölki ist ein, wie heißt, kultiges Wikinger-Spiel, in dem Fall ein Wurfspiel. Und da gibt es nachher auch ein paar Sequenzen oder im Hintergrund muss ich einfach mal schauen, wie ich das euch nochmal zeige. Das heißt, ihr habt alles und das ist richtig toll in so einer Kiste drin. Das ganze Material, das heißt die ganzen Holzsteine oder ja, Holzelemente, die sind in so einer Box drin. Das ist super. Es gibt das Ganze auch in so einer Mini-Ausgabe. Könnt ihr vergessen. Lasst's. Holt euch lieber das gleich, das richtige Mölki. Und das ist auch super als Reisebegleiter für draußen, so nehmen wir es auch mit zu Oma und Opa beispielsweise. Da ist alles dabei, ihr habt die Regeln und das Spiel ist auch wirklich nicht schwer. Weil ihr habt hier den, ja, ich hoffe, ich hab's, muss es richtig aussprechen, ansonsten muss ich mal nach, Wurfkeil oder wie sich das Ganze dann nennt. Wurfholz nennt sich das Ganze, Kegel hier in dem Fall. Also mit dem wird quasi geworfen. Aber um was wird geworfen? Ihr baut das Ganze dann quasi auf, wie so ein Kegel, praktisch wie so eine Kegelbahn. Es wird dann einfach so aufgebaut und dann ja, geht's darum, einer muss natürlich die Punkte führen, Protokollführer, der wechselt, wenn einmal ja ein Spieler dreimal daneben wirft, dann muss er das Protokoll führen. Könnt ihr aber spielen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall ist es wichtig, mit diesem zu werfen. Aber nicht so, sondern von unten möglichst. Ja, bei Kindern kann man kleine Ausnahmen machen, aber von unten zu werfen. Und so versucht ihr natürlich die Keile oder beziehungsweise die Holzelemente hier zu treffen. Die haben natürlich unterschiedliche Werte. Ist auch hier schön deutlich angegeben. Wenn ihr einen dieser Holzelemente umwerft, dann kriegt ihr die Punkte, die hier angegeben sind. Werft ihr allerdings zwei oder mehr hier entsprechend um, kriegt ihr nur einen Punkt pro Element, das hier umkippt. Die Besonderheit ist, ihr stellt es nicht wieder alles zurück in die Mitte, wie so bei einer Kegelbahn, wo so alles schön wieder aufgerichtet ist. Nein, an dieser Position, und der kann ja vielleicht ein bisschen weiter kullern, wird es wieder platziert. Das ist ganz wichtig für die nächste Runde. Und da gibt es noch eine Besonderheit. Manche spielen das immer ja reihum. Jeder ist dann dran quasi. Streng nach Regel ist es aber dann so, der mit der nächsten niedrigsten Punktzahl beginnt quasi die nächste Runde. Und Ziel ist es natürlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, die 50-Punkte-Marke zu erreichen. Bloß nicht überschreiten, weil sonst fangt ihr wieder mit 25 an. Das ist also ganz wichtig, dass ihr das Limit dann einhaltet. Das ist wirklich komplett einfach, was die Regeln angeht, macht aber richtig viel Spaß. Muss ich nach wie vor sagen, seit Jahren ist das ein ständiger Begleiter. Und wenn wir jetzt wieder in Urlaub fahren wollten, ja, wir haben alles abgesagt in dem Fall, aber wenn wir jetzt irgendwie unterwegs sind mit dem Auto oder Freizeit irgendwo im Park unterwegs sein sollte, ein paar Tage, Ferienwohnung etc., ist das ein super Spiel. Perfekt, so viel Platz im Auto ist auf jeden Fall, um das Ganze, ja, ein Sixpack, sag ich jetzt mal, unterzubringen. So viel Platz muss auf jeden Fall sein für Mölki und ist richtig stabil und es hat jetzt doch einige, ja, Jahre schon auf dem Buckel und ihr merkt auch, das Material, das ist immer noch top. Klar, hat seine Ecken und Kanten, das gehört auch dazu, aber es ist immer noch wirklich in Top-Zustand. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo mir noch ein 10, 20, 30, weiß ich nicht. Schau mal einfach mal, ob ich in 30 Jahren nochmal ein Video dazu mache. Da wird sich wahrscheinlich einiges verändern. Aber wo man wirklich noch über langen Zeitraum spielen kann, wo ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß habt. Und wer solche Spiele mag, wer was für draußen sucht, wer es vielleicht auch gar nicht kennt, ist eine ganz klare Empfehlung. Ist auch gar nicht so teuer. Schaut mal über die unten genannten Links. Gerne, da unterstützt ihr uns nämlich automatisch, ihr zahlt nämlich nicht mehr. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn ihr das Spiel bestellen wollt, da unterstützt ihr uns, weil es ist ein echt tolles
Wurfspiel, ein Wikinger-Spiel. Da gibt es ähnliche. Es gibt auch solche Wurfspiele, klar, mit König etc., wo man die in der Markierung anbringt. Es gibt einige. Aber das hier, Mölki, ist von der Spielweise, von der Schwierigkeit, vom Spaß, nicht am höchsten, sonst würde ich Schwierigkeit, aber da passt einfach perfekt alles zueinander und der Spaßfaktor ist bei diesem Spiel immer am höchsten. Und deswegen steht es bei uns mittlerweile quasi neben dem Grill, so kann man schon sagen, direkt nebendran. Also griffbereit, gar nicht in dem Regal, sonst ja so viel zu den Spielen, was Roomtour angeht, würde ich ja das Spiel komplett ausklammern. Nein, das Spiel steht beispielsweise bei uns nicht hier in dem Regal, weil viele Outdoor-Spiele haben wir auch separat stehen. Also das zählt zu den Top-Titeln schlechthin. So viel Werbung an dieser Stelle muss sein, weil es gefällt mir das Spiel, es ist eines der Top-Spiele und vielleicht ist der eine oder andere ja auch auf den Geschmack gekommen dieses Spiels, hat eine dicke Anleitung, warum? Das ist der Punkteblock. Das ist einfach nur der Punkteblock, weil die Anleitung hat eine Seite und darin ist alles erklärt und da könnt ihr sofort losspielen. Übrigens, den Punkteblock nehmen wir nie. Wir notieren das uns immer auf dem Zettel, dann separat. Es funktioniert und ist auch nicht so schwer. Und die Alina und der Elias beispielsweise, die spielen es auch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, die Alina ab 6. Ich weiß gar nicht, was hier die offizielle Angabe bei dem Spiel ist. Steht es gar nichts dabei. Also Amigo habe ich noch gar nicht genannt, von Amigo Spiel natürlich. Ab 5 Jahre ist angegeben. Ab 2 Spieler, 30 Minuten, ab 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Ja, abhängig davon, wie gut das Kind werfen kann. Warum nicht? Die Alina spielt es gerne, die ist 6, die trifft nicht immer. Papa trifft aber auch nicht immer. Und der Opa auch nicht. Also so viel zum Thema. Der Elias auch nicht, die Mama auch nicht. Also da müsst ihr einfach mal schauen. Wie gesagt, ab 5 Jahre, wow, ein tolles Spiel für Jung und Alt. Für draußen, nicht für drin. Bitte nicht drin spielen. Ich will jetzt gar keine Bilder sehen von euch. Also bitte nicht drin spielen. Da gibt es so ein kleines, ja, so ein Indoor-Spiel, wo man es auch drin spielen kann. So klein. Ach, vergiss, das macht keinen Spaß. Ich habe es ausprobiert. Holt euch das Große, wie gesagt, aus dem Hause Amigo. Da habt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das war's jetzt an dieser Stelle. Der ein oder andere klickt schon raus. Wer noch dabei ist, ja, wenn ihr es bestellen wollt, ihr wisst, gerne über die unten genannten Links. Jetzt beschließe ich das Ganze allerdings mit den abschließenden Worten. Ihr wisst es ja immer, zum aktuellen Zeitpunkt, bleibt auf jeden Fall gesund. Spielt was mit der Familie im Garten. Das ist das perfekte Spiel dafür oder draußen, je nachdem, was ihr für Möglichkeiten habt. Ich sag tschüss, macht's gut, bis bald.